Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Und seht mal da oben, seht ihr das? Ein Grünglanzsplitter, glaube ich zumindest. Den krallen wir uns doch erstmal. Und hier ist eine Passagiermaschine abgestürzt. So wie das aussieht, kann das nur eine Boeing gewesen sein. Zumindest haben die gerade ordentlich Qualitätsmängel. Haben bestimmt alle mitbekommen. Oh, was bist denn du? Ich sollte was anderes als Schockmunition nehmen. Na gut, dann nehmen wir gar keine Munition. Müssen die auch mal sparen. Hier mit dem grünen Glanz. Und da ist ja noch was Episches. Yeah. Hoch mit dir, Aloy. Und hier mit dem Riesenfragment. Hey, eine Drohne ist auch da. Ist ja wunderbar. Und niemand sagt was. Oder war es die Drohne, die ich hier schon... Ist die Drohne noch zu erforschen oder nicht? Ich sehe nichts, also würde ich sagen... Nö, das war die, die da beim Panzerschnapper war. Die wir letztes Mal geholt haben. So, unbekannte Rebellenaußenposten, da wollen wir jetzt erstmal hin. Liegt ja quasi auf dem Weg. In einer anderen Richtung. Aber wir schaffen es trotzdem. Na, da wollen wir doch nicht sauer werden hier. So, das waren die mit dem ollen Wasserturm da oben. Ja, die wollen wir mal hier schön ausmerzen. Ja, Munition könnte man nachcraften. Mensch, kostet das viele Metallscherben immer. Das hier ist auch nicht ganz billig. Ein Truthahn. Ne, ein Geier. Ich schätze mal ein Geier. Wir werden es gleich erfahren. Und sehr geierig. Wusste ich doch. So, irgendwie noch was. Du bist auch noch mal ein Geier. Ach. Ja. Oh. Schieß mal doch drauf. Wollte zuerst sagen, der darf leben, aber dann waren hier so viele Hellpflanzen. Die wollte ich noch einsammeln. Das kann bei mir nie schaden, mehr als genug davon mitzunehmen. So, eine Krähe mit Krähenfleisch und noch eine Krähe mit Krähenfleisch. Na gut. Das ist aber nicht gut. Ich dachte, ich krieg gern Pilze. Federn, kann dann mal was upgraden. Bleib hier, du Echse. Naja, immer hier als Informatiker seine Echse ausführen. Und da ist hier noch eine. Und gleich noch eine. Sind das dieselben? Das ist eine Krötenechse. Und die hatte Knochen. Und das ist ein Chakavella. Ich hab doch gesagt, die sehen anders aus. Aber alles voll von diesen Krabbelfiechern. Ja, sind keine wirklichen Krabbelfiecher, aber irgendwie ja schon. Sie krabbeln. Stachelhalm. Ja, der ist knackig. Das ist mein Hintern auch. Oder er war es mal, bevor ich fett geworden bin. Na egal. Da kommen wir auch wieder hin. So, schöne Hellpflanzen. Und schöne, schöne Pfeile. Für die unschönen Gegner. Du lebst ja noch. Rebellen. Ich muss ihren Anführer loswerden. Vielleicht zieht sich der Rest dann zurück. Der erholt sich nicht mehr. So, du hattest aber auch nicht viel dabei. Und dafür habe ich jetzt so viel Munition verschwendet. Lagerfeuer ist hier. Da ist doch der Anführer. Dieser Rebell hat schwere Ausrüstung. Muss der Anführer sein. Ja. Jetzt zur Markensuche. Der ist schon down. Ich liebe diese Pfeile. Nein, kein Alarm. Ich bin doch ausgewichen. Jetzt aber. Oh, ich hätte Rauchbomben gebraucht. Ich wollte doch die Waffe aufsammeln jetzt. Ja. Nein, nicht auf sie. Du bist generell mal still da hinten. Sieht nach weiteren Tenaktmarken aus. Ich behalte es mal. Ja, warum nicht? Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Wir kümmern uns um sie. Will noch jemand was? Ich glaube ja, ich weiß nur nicht wo. Ah, da schießt jemand auf mich. Der ist so gut getarnt. Hallo? Da! Schau's ja gar nicht in meine Richtung. Das waren immer noch nicht alle. Merkwürdig. So, die Hilfe-Items nehme ich wieder mit. Ist vielleicht hier auch wieder so ein größeres Lager. Zumindest da hinten geht es noch ein bisschen weiter. Hoffentlich haben sie da den guten Loot versteckt.
Weil bis jetzt war das noch nicht so viel hier. So. Los! Nein! Was? Nein? Ich wünschte, ich wüsste, wie man blockt. Eigentlich nicht, ich bin nur runtergefallen. Ja, wir haben getroffen. Gut haben wir das gemacht. Kameraperspektive war nicht ideal. Das ist dir nur selber schwer. Wieso? Ich wollte es euch schwer machen. Ich habe keine Munition. Frissäure! Oh, das hat doch was gebracht. Hat nur ein bisschen gedauert. Nein, Aloy, hör mal auf, ihn zu hampeln. Außenposten macht keinen Ärger mehr. Da hat davor, glaube ich, auch keinen gemacht. Die haben sie trotzdem ausgeschalten. So, wird mal Zeit, dass die Metallscherben, die hier stehen, mal wieder mehr werden. Schauen wir mal, ob die hier genügend rumliegen haben. Was haben wir da? Was haben wir da? Wie komme ich überhaupt da hin? Ach, das ist nur ein Busch. Dann ist es nicht so wichtig. So, 12 Metallscherben. Können wir ein Pfeil mitmachen. So, da geht's auch noch hoch. Da geht's runter. Und probieren wir es erstmal oben mit unserem Glück. Kein Loot, kein Loot, kein Loot. Da oben ist doch Loot, das ist schön. So, ganz vorsichtig. Den Weg will ich hier nur einmal gehen. So viel zu... Da oben. Ich habe was hinbekommen. So, einmal gescannt. Job, Jagd, nein, danke. Gerade will ich nicht ans Arbeiten denken. So. Und... Ja, 18 Metallscherben, nicht schlecht. So, wo mehr Loot? Muss doch hier noch ein bisschen was rumliegen. Da hinten vielleicht. Obwohl in dem Teil haben wir schon geschaut. Na gut, dann nicht. Dann nehme ich noch die Health-Items. Aber im Rucksack ist noch Platz. Ja, das ist schön. Rein in den Rucksack und rein mit dem Reinholz. So. Ich mag das, dass sie in diesem Spiel so dicht beisammen stehen. Mal richtig viel auf einmal sammeln. Im ersten Spiel waren die irgendwie weiter verteilt. Ich weiß, das ist jetzt nur eine kleine Sache, aber finde ich jetzt trotzdem geschickt. So, da ist was Unbekanntes, warum auch immer. Unbekanntes voraus. Da war man doch gerade. Wir versuchen es nochmal. Nee, Brennspeer will ich gerade nicht. Ich habe mir schon vorgenommen, heute mal in die Brutstätte da reinzugucken. Jetzt demnächst auch auf dem Weg liegt. So. Dornrückenareal. Ja, sieht dornig aus. Her damit. Und auf den Arsch. Oh oh. Ja, du sagst nicht zu Recht, oh oh. Kann nicht behaupten, dass ich getroffen habe. Ihr seid ja auch noch sehr rebellisch unterwegs. Ja, endlich mal. Einmal getroffen. Muss auch mal passieren. So, was haben wir denn hier noch? Nicht gut. Einmal auf rumzuschreien. Nein. Ja, mit euren Gesichtsmasken. Das ist ziemlich klug von euch. Eure Rübe zu schützen. Hätte damit nicht aufhören sollen. Nein. Die will ich einfach nicht treffen. So mittel, würde ich sagen. Kritischer Schlag. Schmerzhaft. Das gibt Sodbrennen. Wieso müsst ihr mich kriegen? Ich habe euch nichts getan. Also, bis auf, dass ich euch jetzt alle umgebracht habe. Ah, das beruht auf Gegenseitigkeit hier. Ihr hättet das gleiche mit mir machen wollen. Was bist du? Feuerdornrücken. Nein, danke. Da fliegt. Ja, da fliegt's. Immer noch überrascht, wie manche Teile, wenn sie abfallen, so viel Health abziehen. Weil der war ja eigentlich noch relativ gut in Schuss. Nein, ich habe einen Stein aufgehoben. Naja, muss auch mal sein. Ich wünschte, ich würde auch mehr Rauchbomben aufheben. Die könnte ich gebrauchen.
Vor allem, um solche schönen Waffen dann aufzuheben. So, ich glaube, hier haben wir alles durchforstet. Haben wir entdeckt, was das war. Links ist auch noch was zu entdecken. Ich mache die Quest hier mal aus. Wegpunkt. Dann haben wir das gleich auch mal auf der Karte markiert. Vielleicht ist es ja noch ein Rebellen-Außenposten. Oder ein verborgener Schatz. Das wäre doch mal angebracht. Das sieht da hinten zumindest nach einer großen Maschine aus. Das ist zumindest sehr blau. Normalerweise ist hier nicht so großes Zeug in blau. Okay, aber Weg ist auch versperrt. Wofür dieser Schrein wohl ist? Zum Rumschreien. Anscheinend nicht. Na gut. Auf die Karte schauen. Wo will ich hin? Aussichtspunkt Reinklang. Oh Gott, auf keinen Fall. Hier ist eine Brutstätte. Und dort werden wir uns hin lagerfeuern. Wo ist denn das nächste? Bestimmt da irgendwie. Liegt auf dem Weg. Oh, so weit wäre das auch nicht entfernt. Da liegen eine Ansammlung von drei Steinchen. Und eine Bohne wächst da auch. Rotfuchs. Ich habe ihn zuerst gesehen. Ich hoffe, ich habe nicht die guten... Doch, ich verwende die guten Pfeile dafür. Ups. Einmal Page. Und... Ich brauche noch mehr Flauschi-Freunde. Da ist ein Flauschi-Freund. Muss doch Taschen upgraden. So. Reinholz sollte wieder voll sein. Ah ja. Fast die doppelte Menge, die wir mitführen können. Gleise. Dass noch so viel erhalten ist, hätte ich nicht gedacht. Von der alten Welt. Gut, jetzt mit Autos und Flugzeugen. Aber im ersten Teil hat man ja kaum was davon gesehen. Oder ich war einfach blind. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, da gab es nicht so viele Überreste. So, da unten wächst auch was im Wasser. Ich glaube, das können wir getrost ignorieren. Ja, Statue, Schreine, was auch immer. Da ist das Lagerfeuer. Ich laufe einfach dran vorbei. Gibt's denn sowas? Hirschziege. Nee, einfach eine miese Ziege. Ja, natürlich habe ich mich erholt. Geht mir super. Ja, selber hallo. Ich muss zum Lagerfeuer da drüben. Damit ich mir die 600 Meter spare. Naja. Der kleine... Ja, das ist ja kein Wächter, das ist so ein... Ich vergesse immer die Namen. Irgendwie nicht sehr einprägsam. Oder ich... Na gut, jetzt habe ich schnell gespeichert. Jetzt bin ich vorwärts gerollt. Ich wollte doch eine Schnellreise. Zumindest war es derselbe Knopf. Da habe ich mir nichts vorzuwerfen. So. Können wir zum Unterschlupf schnell reisen? Ich denke mal. Ja. Und dann ab dafür. Bin mal gespannt, was für Maschinen wir danach überbrücken können, beziehungsweise wir müssen ja dann auch Teile sammeln. Ich fand das im ersten Teil schon nervig genug tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, dass man für die Überbrückung noch Teile sammeln muss oder was auch immer. Ja, ist halt so. Ein kleiner Negativaspekt, aber insgesamt bin ich wirklich ziemlich angetan vom Spiel, immer noch nach all den Episoden. Freue mich jedes Mal, wenn ich wieder was aufnehmen kann, rein zeittechnisch. Obwohl es diese Woche relativ knapp ist. Die Episode hier kommt... Anscheinend bist du bei einer Brutstätte. Du erlangst vielleicht weitere Maschinenüberbrückungen aus. Deswegen bin ich hier. Ich werde den Standort in deinem Fokus markieren. Okay, danke, Gaia. Der war schon auf meiner Karte markiert. Aber, wenn es ihr Freude bereitet, warum denn nicht? So, Lagerfeuer entdeckt. Brutstätte voraus. In einigen Brutstätten... Also, ich wollte ja noch sagen, die Folge nehme ich jetzt Montag um. Aktuell ist 23.37 Uhr. Und die soll am Dienstag kommen. Komme ich an genug Daten, um neue Maschinen zu überbrücken. Hoffentlich reicht mein Upload-Speed. Genau, und im ersten Teil war es auch so, dass die Brutstätten... Da waren immer... Viecher zugegen, manchmal nervigere, manchmal weniger nervigere. Ich glaube, das sind auf jeden Fall hier weniger nervigere. Und ich glaube, das sind auch dann die, die wir überbrücken können. Wird hier Sinn machen, wenn es ihre Brutstätte ist. Hey, du bist immer noch nicht tot. Ich habe gesagt, du bist nicht nervig.
Muss dich auch dran halten. Ja gut, dann nehmen wir das noch mit. Vorratskapsel, Vorratskapsel, Vorratskapsel. Kann ich nicht öffnen. So. Wogegen seid ihr allergisch? Schwach gegen Säure. Wieso probieren wir es dann nicht damit? Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, die sind zwar schwach gegen Elemente, aber die haben... Oder haben sie eine Erholungsleiste praktisch. Also die haben ja Health. Manchmal ist der Balken roter und manchmal weniger rot. Kann sein, dass das sich kaum unterscheidet. Trotzdem was ausmacht. Also jetzt ist er voll rot. Und da ist ein bisschen weniger rot da vorne. Ja. Nach 20 Folgen könnte man das auch mal rausfinden. Au. So. Also jetzt hat er weniger Roter. Finde das ein bisschen verwirrend. Und jetzt stirbt er, glaube ich, gleich. Wegen seiner Vergiftung. Oder auch nicht. Jetzt ist er tot. Tja, hältst du jetzt mal auch die Klappe. Ich mag meine andere Waffe mehr. Die macht so schön viel Schaden. Irgendwie auch nicht ganz zufrieden mit dem Elementarschaden, den ich hier mache. Das kann natürlich daran liegen, dass die Bögen gerade scheiße sind. Oder dass meine anderen Pfeile so teuer dafür aber so gut sind. Dass man einen Unterschied halt auch deutlich merkt. So, hier haben sie für uns schöne Dinge liegen lassen. Während sie abgenippelt sind. Finde ich immer ganz lieb von denen. Bist du eine Eule? Du bist eine Eule. Ne? Du wirst auch eine Eule bleiben. Hab ein langes und glückliches Leben. Ne? Okay. Kann man nichts machen. Will nicht zu uns kommen. So, dann wollen wir uns mal vermehren. In der Brutstätte umsehen, natürlich. So. Die kann ich bestimmt hacken. Sesame open. So, die gehört jetzt uns. Wir können gehen. Nein, leider wird es hier rätselig und kletterig. Gibt's kein Zurück mehr. Ich weiß. Aber wir können hier schön Kühe fangen anscheinend. Und dann gibt's noch einen Bosskampf, so einen Mini-Bosch am Ende. Dann freue ich mich drauf. Ja. Ich hab schon wieder keine Ahnung, was ich machen soll. Fängt gut an. Und das ist erst hier der Eingangsbereich. Irgendwie hier richtig hingesprungen. Das war keine Absicht, aber ich nehm's gern hin. Komm schon rüber mit dir. Wieder so viel Kabel, was man da an Kupfer rausholen könnte. Ja, ich bin gut vorbereitet. Nur geistig und nicht mehr topfit. Das Kabel wird stabil genug. Ist das riesig. Keine so gute Idee. Und es geht weiter. Ist das riesig. Also das ist ein bisschen cooler als die anderen Brutstätten vom ersten Teil. Zumindest vom Reingehen. Lustig. Jetzt muss ich irgendwie zu diesem Kern. Ja, da liegt der Kern des Problems. Ja. Schau mir in die Augen, Kleines. Ich will halt nicht so viel von den guten Pfeilen. Die sind so teuer. Muss doch auch so gehen. So, komm her, Kleiner. Ich schleiche, du stirbst. Diese Wolke tanzt mich bestimmt eine Weile. Ja. Und hat gereicht. So, einmal durchsuchen. Oh, nur 12 Metallscherben. Hat sich ja kaum gelohnt. So, da unten liegt irgendwas Episches. Nehme ich mit. Eine Klanghülse.
irgendeine, also ich weiß nicht, ob man die Gräberklanghülse für was gebraucht haben. Auf jeden Fall brauchen wir öfter mal die Klanghülsen. Ja, ja, Knotenhecken. USB-Stick andungeln. Ich hab verstanden. Sehr. Ach, das mag ich immer noch. Fühlt sich ein bisschen an wie in Tron. Sieht ein bisschen so aus wie in Tron. Ich war ja persönlich nicht im Film dabei. Und hab den auch nur einmal gesehen und fand ihn so mittel, aber sah schon ganz nett aus teilweise. Damals. Ist bestimmt nicht gut gealtert. So, rein damit. Vielleicht ist es gar nicht so rätselig. Die waren ja alle immer ein bisschen anders. Manche waren nerviger, andere waren weniger nervig. Mist. Noch mehr Maschinen. Das ist das geringste Problem. Das Hauptproblem ist, auf die andere Seite. Ja, mit den Teilen, ich kenne mich aus, ist nicht mein erstes Rätsel. Nimm das. Die Maschine sieht mich. Sieht die mich? Boah. Krass, Eloy. Durch Schild. Ah. Nicht durch Schild. Nein, das ist doch mein Zug. Muss ich am nächsten warten. Muss ich nicht, ich habe doch einen Gleitschirm. Toll, die kommen da durch. Ich muss diesen Schild umgehen. Ich muss umgehend durch den Schild. Dann müssen wir doch da oben lang. Oder können wir es einfach überbrücken? Ja gut, das war einfacher. Aber wir müssen uns wahrscheinlich trotzdem dranhängen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, ja, Rohstoffbehälter. Hier mit den Rohstoffen. Ende dieses Korridors gebracht. Dort muss der Kern sein. Ja. Messerscharf erkannt. Kann ich mich da einfach dranhängen? Ja oder ja? Ich würde sagen, das ist doch perfekt. Da gehen wir nochmal hoch und probieren es einfach aus. So ist es leicht. Schön, dass du das leicht findest. Und wie kommst du da hoch? Eloquent springen. Ich hätte es nicht geschafft. War nicht so gut im normalen Hochsprung. So. Dich schnapp ich mir. Oh je, ich bin doch ein bisschen schwerer als gedacht. Ne, komm. Jetzt nicht schlapp machen hier. Wo ist denn der Turbo? Können bestimmt ein bisschen schneller sein, wenn sie denn wollen. Ich hoffe, das hat sich jetzt überhaupt gelohnt. Aloy? Was soll denn das? Anscheinend wollen die nicht, dass man hier... Diese Lüftungen beim Klettern helfen. Aha. Was haben wir hier? Pilze. Ein Vorratslager. Wunderbar. Drei Springpasten. Ja, bisschen Paste schmeckt ja immer mal lecker. Richtig timen muss ich jetzt was. Ja, warum nicht? Na? Das habe ich doch gut hinbekommen. Rüber mit dir! Die verschwinden doch! Gut. Problem Nummer 1 beseitigt. Vorratslager auch beseitigt. Mich selber beseitigt. Das war nicht klug. Ich lebe noch, aber es wird kein gutes Leben sein. Ja, hier sollte ich nicht hin. Hui! Die Welt geht unter. Tja, wenigstens freut sich die Kamera. Ja, ja, fortfahren. Brutstätte Mu, aber wir sind... Was sind wir denn gerade? Hallo? Haben wir es weiter geschafft? Ist egal, sieht unbekannt genug aus.
Vielleicht komme ich mit diesen Armen hinüber. Ich schätze, wir waren so weit vorne, dass er uns ein bisschen weiter vorne hat spawnen lassen. Anscheinend haben wir einen Checkpoint überschritten. Ich liebe, wenn sowas funktioniert. So. Ja, damit. Und die anderen Pfeile sind auch nicht schlecht. So. Arm. Besser Arm dran als Arm ab. So. Bestimmt kann ich leicht auf diesen Arm springen. Soweit so gut. Jetzt muss ich im richtigen Moment abspringen. Habe ich es geschafft? Muss ich hier hin? Mit dem Arm kann man bestimmt auch ein bisschen anderen Spaß haben. Wenn man den entsprechend programmiert. Ja, da unten geht's doch hin. Also das war jetzt wirklich nicht kompliziert. Das habt ihr sogar ich geschafft. Ich schaff sonst nie was. Hui. Außer mich dämlich anzustellen. Darin bin ich ganz gut. So. Auf mit dir. Und dann will ich gegen ein Monster kämpfen. Gegen schönes Monster, nicht gegen ekelhaftes Monster. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich dachte, wir wären so weit. Ah, da sind noch so Krabbelpanzerviecher. Nein, ich wollte dich das gern. Ich könnte es mit Säure probieren. Nein, danke, wir schießen die Arme ab. Ja, da kann er sich schon mal nicht mehr verteidigen. Na, irgendwas scheint er noch gebacken zu bekommen. Du hast hinten ein Todesurteil für dich. Einmal danke. Zweimal danke. Das nehme ich auch. Da ist aber kein Danke notwendig. Ja. Chill. Du chillst nicht. Ich mag's nicht, dass du nicht gechillt hast. Das ist meine Chance. Ja. Gut, Aloy. Jemand, der am Boden liegt, nochmal ordentlich zugestochen. So kämpfen wir. Wir wollen ja gewinnen. Wir wollen nicht unsere Ehre retten. Wieso sind wir jetzt hier? Ach, weil da Loot ist. Das macht natürlich Sinn. Toll, 3 Metallscherben. Dafür stehe ich doch eigentlich nicht auf. Geht's hier raus oder rein? War hier zumindest, glaub ich, noch nicht. Aber wir entfernen uns doch weiter. Oder? Ja, warmer. Mit dem Metallwagen komme ich näher an den Kern. Aber wie komme ich da ran? Tja, jetzt sind wir wieder hier, wo wir vorhin in die Pfütze gesprungen sind. Nee, nicht ganz. Wir sind am Arm. Ich bin verwirrt. Und ich dachte, ich hätte es hinbekommen. Noch was, wo ich mein Ding reinstecken kann. Mir reicht es jetzt so langsam mit der Brutstättenerfahrung. Ich würde gern einfach hier weniger Brutstätte haben. Okay, mehr Arme. Wenigstens vielleicht schaffe ich es auf diesen Arm. Wir sind auf dem Arm. Aha. So. Wir müssen doch da hinten hin, oder? Ich glaube, wir müssen dann doch auf die Teile darauf. Das heißt, wir müssen da oben zur Plattform. Das hieß. Den Sprung schaffe ich. Wir schaffen hier nichts. Jetzt schaffen wir es. Wie, die gehen jetzt zu. Kommt schon, Eloy. Lichtschwert umgebogen. Ja, ist ziemlich knapp. Von hier aus müsste ich auf einen dieser Metallwagen aufspringen können. Gebongt und gebongt.
Hey, da unten ist ein Monitor, glaube ich. Der leuchtet zumindest so komisch. Nein! Achso, ich dachte, sie hätte wieder losgelassen. Das hätte mich jetzt richtig angepisst. So, Kern 107 Meter. Jetzt bin ich schon so weit. Ich muss nur noch etwas durchhalten. Ja, halt dich fest. War man hier nicht auch? Ich muss bald von dem Ding runter. Na gut. Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Weiche Panzerglas. So, was haben wir hier? Nur ein bisschen Loot und ein bisschen Pilz. Warum nicht? Widerspringpaste. Ich werd nicht mehr. Mit diesen Armen komme ich vielleicht an den Kern. Ich muss bloß drankommen. Ich mag die Kommentare von ihr. Ich nähere mich dem Kern. Ja. Nee, komm. Nur nicht unter Wasser tauchen. So, erstmal da hinten hin. Ganz ruhig, Aloy, du kannst dich auch mal mit den Pfoten festhalten. Ja, da unten bringt's nichts, aber hier komm mal hin. So, weiter, weiter, weiter. Mensch, hat die Armmuckis. Bei mir ist nur die rechte, der rechte Arm stärker. Links bekommt so gut wie keine Übung. Das Timing muss stimmen. Dann Timer. Jetzt. Geschafft. Komm einer auch noch. Oh, da hat das Spiel ich an den Kern kommen. Gnädig mit mir gemeint. Da bin ich ein bisschen geflogen. Ich habe den Trigger eigentlich nicht mehr erwischt gehabt. So, Metallwagen, Metallwagen, Metallwagen. Metallwagen! Aloy! Müssen wir dafür noch was machen? Zeit, die Maschinen zu überbrücken. Welche Maschinen? Ach, da rein. Oh! Aloy, mach's nicht spannender als nötig. So, einmal überbrücken. Weiß nicht, warum ich das jetzt mit E machen wollte. Ich weiß doch, dass es die linke Maustaste ist. So. Pilze, Pilze, Pilze brauchen wir nicht. Sind gut eingepilzt. Vielleicht so eine Säurefalle. Schau mal. Seltsame Art, Maschinen zu lagern. Wieso ist das eine Spinne? Deaktiviert. Mag keine Spinne. Zumindest nicht besonders. Beruht aber auf Gegenseitigkeit. Jetzt brauche ich nur noch Zugriff. Ja, ja. Mein, so robotermäßig geht das ja noch. So. Ich scanne sie mal davor. Wäre doch gut. Schwach gegen Eis. Das ist ein Breitschlund? Das sehe ich anders. Okay. Das ist ein Breitschlund. Warum nicht? Spiel wird mich doch nicht belügen. So, die mag kein Eis. Kampflos bekomme ich die Überbrückung wohl nicht. Ach, das oben waren... Spinnenteil. Ich dachte, das insgesamt wäre eine Spinne. Ja, gut, das ist ein Breitschlund. So. Na gut. Nicht ansaugen. Das finde ich immer so unsympathisch. So, Mut. Extra viel heute. Schön, dass du deine Teile offenbarst. Zeig nochmal, was bei dir kitzlig ist. Ja, das ist doch einiges. Ach komm schon, Aloy, wir müssen irgendwas treffen, während wir die Mutphase haben. Sonst war das alles für den Arsch. Apropos Arsch. Ja, der hat keinen mehr. Ist im wahrsten Sinne des Wortes explodiert. Ach, da ist noch einer.
Die Maschine hat Verstärkung. Ja, eine zweite Maschine. Und auf den Tank. Die sind nicht sehr stark. Jetzt kann ich bestimmt auf den Kern zugreifen. Ja, da ist er. Hier leibt und lebt, obwohl der Kern lebt, glaubt nicht. Anscheinend hat der Festes das Brutstätten-Sicherheitsnetz verbessert. Kann ich nicht behaupten. Das war dann doch relativ einfach. Jo. Damit sollte ich weitere Zeug. Maschinen überbrücken können. Ja, ja, vor allem die Breitschlunde und vielleicht hier mal so ein Salamander, so ein Sprunghüpfer, wie sie alle heißen. Nein, mein Loot. Oh, Wühler und Graser. Nächstes Mal loote ich sofort. Mehr beschädigte Daten. Mit den richtigen Teilen klappt die Wiederherstellung, wie Gaia sie gezeigt hat. Ja, hier unten war noch so viel Loot. Ah, Spiel. Aber es gab 3 Fertigkeitspunkte. Die müssen wir auch mal wieder einsetzen. Mach mal gleich noch Stufe 25. Kann ich nach unten fahren? Mit den Daten aus dem Kern sollte ich diese Maschine überbrücken können. Ich sollte jetzt Wühler überbrücken können. Ach, das ist, glaube ich, das Tutorial für Brutstätten. War ja auch die erste und, glaube ich, die einfachste. So. Bisschen abmaken. Jetzt bist du mir positiver gesinnt. Erstmal zumindest. Kann ich dich reiten? Greif ihn an, er hat eine Waffe. Wird das mal was? Ah, sehr gut gemacht, meine Maschine. Und hier ist kein Loot mehr, irgendwo, in irgendeiner Form. Nein. Nein, nein, nein. Ja, du bist eine feine Maschine. Ganz schön feiner bist du. So, hier liegt ja noch was Episches. Ja, die sind echt gemein. Vor allem, wenn sie so schnell ihren Kopf bewegen. Und wieso bist du lila? Dann bist du tot. Was davon, wenn du so leuchtest? So, Rohstoffbehälter. Die Gräber. Ach so, heißen die Dinger. Natürlich, natürlich. Hab ich von Anfang an gewusst. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Wildleben. Das schön harmonisch in Einklang hier nicht unbedingt mehr lebt, aber... Achso, die Überbrückung hält ja nur eine kurze Zeit. Kann man verbessern. Au. Ja. Von den eigenen Männern verraten. Weil ich es nicht mehr gewusst habe, dass die ja... Ich dachte, es wäre die Helfanzeige gewesen, die das Ding hat. Nicht der Counter, der abnimmt. Ja. Ab und zu muss man was Dämliches machen, um zu lernen. So, da ist noch ein Lagerfeuer, das wir nicht kennen. Schätz aber eher oben. Ne, unten. Und da hinten ist irgendwie was in der Mauer. Hallo? Irgendwer zu Hause? Wer ist der Bürgermeister von Wiesel? Wiesel. Na gut, dann Fertigkeitspunkte. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir klatschen hier auf dem Jägerding einfach mal alles voll. Ausdauerndes Feuer. Entfessel ein ganzes Magazin an Bolzen. Ja, damit. 3 Fertigkeitspunkte. Was haben wir hier? Werkbank-Expertin. Stelle Munition an der Werkbank mit weniger Rohstoffen als in der Wildnis her. So, für Fallen vielleicht ganz okay. Was haben wir hier? Erhöhe dein Waffenausdauerlimit hier damit. Baue Mut schneller auf. Warum nicht? Verwende ich gerne. Konzentration plus. Ich glaube, ich bin die ganze Zeit eh nur in der Zeitlupe. Brauchen wir also nicht wirklich. Munitionsexpertin. Stelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Her damit. Weniger Metallscherben für meine guten Pfeile. Weiß aber nicht, wie viel weniger. So, und das ist doch eine schöne Aussicht, bis auf die UI-Elemente, um die Episode zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.